So, willkommen zu der neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt vielleicht Capital Bra und ihr kennt vielleicht auch die Capital Bra Pizza. Und zwar sieht die nämlich so aus. Da gibt es nämlich die hier, die grüne. Die grüne ist doch richtig genial. Oder Pizza Team Capi mit Grillgemüse, Gemüsemix, Hanfsoße und Creme Fraiche. Ja, habt ihr die schon mal probiert? Ist jetzt im Prinzip eher für die Vegetarier unter euch, aber die Pizzaliebhaber werden das besonders auch gönnen. Grüne Pizza, Grillgemüse, richtig fett. Dann gab es natürlich auch die rote Pizza von Capital Bra, nämlich Rindersalami, ja? Rindersalami 3 Käsemix. Die rote ist natürlich sehr herzhaft, die hat vielen besser geschmeckt als die grüne. Die grüne fand ich aber trotzdem auch genial. Sehen ja auch hinten, sieht ja gut aus, da kann man ja nichts sagen. Also das Albumcover ist auf jeden Fall gelungen. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Vielleicht bringt er ja mal ein Album raus und macht einfach genau dieses als Albumcover so drauf. Und jetzt, ganz neu, haben wir gesehen, einfach Capital Bra Pizza in lila, und zwar Team Capi Thunfisch. Hier steht Thunfisch, hier steht Joghurtsoße und Creme Fraiche. Adi. Ah! So, Adi ist auch da, wir wollen uns das jetzt mal angucken. Was das alles ist? Pizza Team Capi Thunfisch. Thunfisch, Creme Fraiche, Joghurtsoße, Special Edition, die Visage ist am Start und hier steht Bra, mach mir die Pizza. Belelelelegt mit extra saftigem Thunfisch, roten Zwiebeln und Cherrytomaten. Joghurtsoße featuring Creme Fraiche. Macht einen auf crunchy, ist innen aber baba soft. Das steht ja im Prinzip immer da. So baller die Pizza, heiz deinen Ofen ein. Bra nicht vergessen, Folie entfernen, eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen, 14 Minuten backen, dann gibt ihr Bra. Ist auf jeden Fall schöne Aufmachung, sage ich mal dazu. Gebt euch schön die Capital Bra Pizza, muss ich so machen für das Thumbnail. Hey, weißt du, was ein Thumbnail ist, ne? Das heißt aber Thumbnail, das ist TH. Okay, der Adi weiß es wie immer besser. Wir machen jetzt mal hier einen Karton auf. Ich bin mal gespannt. Ich bin zwar kein Capital Bra Fan, aber ich bin ein Fan der feinen Küche, ja. Wenn man das so nennen will. Nein, ich bin Pizza Fan und ich muss ehrlicherweise sagen, die ersten zwei waren einfach mega gut. Ich habe noch nie so eine gute Tiefkühlpizza gegessen. Also die macht echt Konkurrenz den anderen komischen. Jetzt haben wir hier eine mit Folie, aber Bra, denkt dran, die Folie entfernen. Und gerade weil das Thunfisch ist, Pupsi isst gern Thunfisch, meine Mutter isst gern Thunfisch und Adi isst sowieso gern alles, aber Thunfisch müsste er ja auch nochmal richtig genial finden. Oh, die scheiß Folie geht nicht ab. So, einfach mal so und dann mal auspacken und dann seht ihr hier Thunfischpizza von Capital Bra, wieder mit einem richtig dicken, fetten Boden. Aber gerade der Boden hat mich das letzte Mal ja auch überrascht. Denn der sieht zwar richtig dick und fett aus, der war aber so genial. Der hat so gut dazu gepasst. Das hat einfach so einen Touch amerikanischer, dick, fetter Boden-Pizza-Sachen. Die werden wir jetzt in den Ofen hauen und melden uns gleich zurück, wenn die fertig ist. Und dann mal schauen, wie die schmeckt, Baba Straf. So, da sind wir wieder und die Pizza ist natürlich fertig. Guckt euch die mal an. Da ist sie, da dampft sie sogar noch. Wenn ihr das seht, wie die dampft, es ist schon wieder so dunkel draußen, das kotzt mich schon wieder an. Nichts kann man machen, weil es immer zu nur dunkel ist. Da steht das Katzengras. Da sind die drei Pizzakartons, die möchte ich mir nochmal an die Wand hängen irgendwann. Da ist nochmal schön der... Achso, die hätte ich eigentlich mal wieder wegpacken müssen, das ist nämlich die zweite. Die ist nämlich jetzt aufgetaut, ja. Und das ist jetzt die fertige Thunfischpizza. Muss ich mal hier das zusammenknüppeln. Guckt euch die mal an, dieser Käse, der da drauf ist. Der ist an der einen Stelle schön hell und an der anderen Stelle...
wird es so richtig schön gelb. Vielleicht ist das aber gar kein Käse. Vielleicht ist das Weiße auch die Soße. Und dieses Creme Fraiche und dieses andere Gelumse stand ja drauf mit Joghurt Sauce und Creme Fraiche. So. Das möchte man jetzt probieren. Und jetzt bin ich gespannt. Denn man könnte zwar denken, was für 3 Euro noch was. Das ist doch viel zu teuer. Wenn ihr bedenkt, wenn ihr zum Dönermann geht und holt euch einfach eine kleine Pizza Margarita, da habt ihr ungefähr dieselbe Größe und bezahlt 4 Euro und dann ist es ja auch okay. Jetzt sagt ihr, ja, das ist ja aber, das ist ja eine gefrorene, ja, kostet eine Mark oder so. Ich muss aber sagen, das ist wirklich die beste gefrorene Pizza, die es gibt, die so stark daran kommt. Wenn ihr gerade nicht zum Dönermann gehen könnt, um euch dort eine zu ziehen, dann kauft euch sowas mal und probiert das mal. Ihr werdet begeistert sein. Also von der Thunfisch weiß ich es jetzt noch nicht. Trotzdem, das ist wie eine American, Alter. Die ist so richtig, oh, Bruder. Der Boden, er fühlt sich jetzt schon. Er ist richtig weich, richtig soft. Wir beißen mal kurz hinten rein. Das wie diese Big Pizzas von Wagner, die auch einfach so richtig schön hoch sind und fluffig. Bei denen ist das Ding, wenn ihr die kauft und macht die warm, die kommen heiß aus dem Ofen. Ihr könnt nicht abbeißen, weil es heiß ist. Und eine Minute später sind die innen drin schon wieder komplett kalt. Dieser Boden speichert die Hitze auf jeden Fall besser. Und ihr habt auch oben und drin gleichzeitig ein gutes Gefühl. Während der Geschmack meistens überzeugt und die trotzdem irgendwie, ja, weiß ich nicht, die ist einfach kräftig. Auch beim Thunfisch merke ich das schon. Ich habe hinten jetzt den Boden, ich habe den Käse, ich habe die Soße, ich habe ein paar Zwiebelchen, ein paar Domädle. Ich habe den Fisch und das kombiniert sich so gut. Die schmeckt einfach richtig genial. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich Pupsi gleich ein Stück andrehen kann und wenn ich meiner Mutter demnächst die andere mal zeigen kann. Mmh. Ist sogar noch ein bisschen knusprig, ne? Feier ich aber. Würde mich jetzt direkt interessieren, eigentlich, was Pupsi dazu sagt. Aber ich will die jetzt nicht belästigen. Mmh. Wenn ihr bereit seid, 4 Euro, beziehungsweise für eine Thunfischpizza bezahlt ihr dann 5 Euro. Wenn ihr bereit seid, 5 oder 6 Euro für eine Thunfischpizza vom Dönermann auszugeben, dann könnt ihr ruhig auch mal 3 Euro dafür investieren, wenn es schmeckt, denn auf den Geschmack kommt es ja an. Ich bezahle ja nicht 10 Euro für eine Pizza, die nur so Durchschnitt ist. Egal, ob das jetzt tiefkühl ist oder nicht, für 3 Euro eine richtig gute Pizza kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mmh. Und der Käse zieht sich auch noch lang. Der Käse hat mich schon bei der Salami überzeugt. Den fand ich auch bei der Gemüsepizza richtig toll mit dabei. Und gerade auch diese Soßenkombinationen, die da immer drauf sind, auch mit dem Creme Fraiche wieder gearbeitet wird. Also sonst nirgendwo auf irgendwelchen Tiefkühlpizzen. Ich muss sagen, saugut. Julchen hat die zuerst entdeckt, hat die geschickt. Pupsi hat die dann auch gesehen in der Werbung, hat gesagt, da kann sie ja gleich mal welche mitbringen. Sie hat sich selbst auch noch eine geholt, hin und her. Eine werden wir noch der Mama andrehen. Probiert ruhig mal die Capital Bra Pizza mit Thunfisch. Sagt mal, wie die euch schmeckt und was ist eure Lieblingspizza. Die Salami, also Rindersalami, die rote. Oder die grüne Gemüse-Pizza. Oder jetzt die Thunfisch, die lilane. Ich bin mal gespannt, ob es bald noch demnächst mehr Sorten gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da so eine Hawaii-Pizza noch rausbringt. Oder einfach irgendeine richtig scharfe Diabolo von Team Carpi wäre bestimmt auch richtig nice. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir essen das jetzt fertig. Ich freue mich auf jeden Fall. Sehr coole Sache. Danke, Grüße gehen raus an Julchen und danke an Pupsi natürlich für das Auge. Das Auge isst mit. Nee, das Auge muss wachsam sein. Jetzt fängt es draußen an zu schneien. Richtig fettig ist hier meine Pizza und draußen schneit. Beste Leben. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.